Das bereist sich an und natürlich eine Folge wieder hier vom PC. Ja, ich habe hier Puls ausgewählt, ist natürlich auch wieder ein Kommentar. Ich habe einfach da ein Gameplay aufgenommen, so mit der Elgato laufen gelassen. Ja, da hat einer reingeschrieben, Deutsch. Ich habe da jetzt nicht geantwortet, da ich eine Aufnahme mache. Sonst kommen die dann, ja komm, wir machen eine Party auf und während der Aufnahme, das ist alles mir zu verwirrend. Das ist ja nicht wie bei der PS4, einfach Party auf und gut ist. Weil hier muss man ja dann, wenn schon, also im Spiel sich unterhalten, okay, da muss man natürlich schon immer den Knopf drücken, dass man miteinander reden kann. Aber wenn man jetzt so privat aufmachen möchte, muss man ja dann schon Teamspeak oder Skype, was auch immer, keine Ahnung. So, das Stück habe ich jetzt rausgeschnitten. Es hat ein bisschen gedauert, bis der eine geladen hat. Ich muss mal hier ein bisschen leiser drehen, weil das ist so laut. Nachher hört man das durch die Kopfhörer. Aber wie gesagt, immer besser auf dem PC. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja hier einen scheiß AMD-Prozessor. Der ist nicht so dolle, also deswegen ruckelt das auch bei mir im Spiel. Da kann ich nicht immer so spielen, wie ich mir das vorstelle. Weil das nervt auch. Deswegen werde ich mir jetzt einen PC kaufen. Intel 7700, glaube ich, ist das. Also 7700K, der Prozessor, der ist echt sehr gut, 4,2 MHz. Glaube ich mal Megahertz, ne? Ich hoffe, ich sage das hier richtig. Ach, das war also scheiße. Da liegt auf dem Boden der Glass. Eigentlich wollte ich dann schnell... Da hätte ich normalerweise auch können wieder auf die andere Seite rennen, an die Tür. Da hätte ich ihn getroffen. Aber, okay, ihr kennt das ja, ne? Im Nachhinein sieht man immer alles besser. Ich versuche auch auf jeden Fall mehr Folgen rauszuhauen. Die letzten Tage war es echt sehr warm wieder. Da hat man echt keinen Bock, Aufnahmen zu machen, ohne Scheiß. Es ist schon schwierig, selbst wenn man zockt. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mehr Folgen rauszuhauen wieder. Und ja, ich suche Leute auf dem PC, wo ich mal zocken kann. Addet mich ruhig mal bei Steam, da hole ich mal ein paar Leute an. Und dann können wir mal schauen, dass wir da zocken. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr in Rainbow auf dem PC zockt. Ob ihr im Teamchat miteinander redet oder benutzt ihr TS oder Skype. Schreibt das ruhig mal in die Kommentare rein. Wie ich da die Kameras durchsuche. Ich werde jetzt auch wieder mal ja, so Zusammenschnitte machen von verschiedenen Karten, wo ich da Kills mache. Left. Ja, das war die dumme Kuh, wo mich erschossen hat. Ja, ich habe hier noch nicht so viel zur Auswahl. Da muss ich noch ein bisschen was freischalten. Ich habe zwar hier Season Pass geholt, aber
Von der ersten Season, die muss man ja trotzdem dann kaufen. Das gilt ja nur für die zweite Season. Also Pass to Year, so heißt er ja. Aber ich bin froh, bei mir jetzt hier, es hat wieder abgekühlt etwas, das Wetter. Da kann man eigentlich ganz gut wieder Folgen machen, aufnehmen, Konzentration. Wie gesagt, wenn ich 5000 Abonnenten habe, kommt wieder ein Gewinnspiel. Da lasse ich mir mal was einfallen, was ich da mache. 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Ja, ist ja gut. Wir sehen's oben an der Zahl. Ja, hier muss man echt auch aufpassen. Deswegen gehe ich immer ein bisschen zurück zuerst, weil C4 meistens darüber geflogen kommt. Das ist auch total assi, wenn sie dann da vorne direkt rauskommen. Das ist auch schon krank irgendwie. Das habe ich noch nie irgendwie versucht. Das muss ich echt mal versuchen, ohne Scheiß. Aber irgendwann kennt man das ja und da bleibt man automatisch zurück. Gut. Es gibt aber auch Leute, die lernen nie draus. Ja, ist halt schade, weil wenn das so ruckelt im Spiel, es nervt halt, wenn Gegner kommen, man schießt und der Schuss hört man dann erst ein, zwei Sekunden später, weil es halt total ruckeln, dann ist es nicht so einfach, den Gegner zu treffen. Deswegen hole ich mir auch den anderen PC. Dass das endlich aufhört. Das ist aber echt nur so, wenn ich die Elgato noch mitlaufen habe. Dann ist das so. Hier auch, da hatte ich auch so oft das Problem, dann schaut man die Tür rein und kommt hinten schon einer aus dem Fenster. Ja, die gehen voll ab, ne, hier im Team drin. Ha. Eigentlich war das so auch wieder ein Headshot, also dass der nicht direkt gestorben ist. Das ist so lächerlich. Dann ist es meistens so, wenn sie von Vogue oder so die Platten anhaben, aber trotzdem, wenn man einen Headshot macht, muss es ein Headshot sein. Das ist echt so komisch manchmal. Ich verstehe es ja, wenn man jetzt auf Brusthöhe die ganze Zeit drauf schießt, dass er dann auf den Boden fällt, wenn er dann noch die Platten anhat. Aber Kopftreffer ist eigentlich Kopftreffer, ne? Wenn man das so sieht. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter den Raum sichern. Der Jäger. Ich gehe auf Jagd, Leute. Voll der Echo gerade im Hintergrund, wie die Frau da geredet hat. Wand gesichert. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Ja. Sehr gut, Kawaira. Nur noch 10 Sekunden. Stacheldraht wird ausgelegt. Noch 5 Sekunden. Ja. Ihr merkt schon die Ruckler so. Aber ich habe sogar jetzt auf 60 FPS gemacht. Aber es läuft einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Ja, die komische Blätter oder so, was da immer runterfällt, das nervt manchmal. Total. Ah ja, der hat das Loch sowieso schon gesehen, dass das da drinne ist. Kawaira, schleich nicht so durch die Gegend. Ach, am besten hier. Auf das Bike setzen und abhauen. Scheiß auf die Gegner. Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Hat er dem mit C4 weggeknallt? Hat der dem weggeknallt? Also seitdem ich die Tasten umgelegt habe, ducken und so, das ist schon viel besser mit den Messern als die Standardeinstellungen. Alles ganz ruhig hier. Das hasse ich ja immer dann im Spiel drin selbst, wenn alles total totruhig ist. Die Spannung steigt. In der Zeit hätte ich hinten noch können zur Bar hingehen und noch ein, zwei Bier trinken, gemütlich, bevor der kommt. Aber naja. Ach, da unten hat er das Auge hingeschmissen. Ja, der lässt sich ganz schön viel Zeit, der Letzte. Letzter verbleibende Operator des Ja, das ist wieder die IQ, der Typ, wo mich in der allerersten Runde erschossen hat. Bäm, ein Headshot, das war die Rache. Ja, da habe ich auch mal reingeschrieben, GG, habe ich mich wieder verdrückt, zuerst Teamchat. Aber gut. GG, good game. Ja, Leute, war jetzt auch nicht...